Hallo, liebe Leute. Heute mal ein kleines Filmchen aus meiner Karre. Ich war gerade beim Mediamarkt, hab mir ein Stativ geholt fürs Auto. Es ist ein bisschen wackelig, wie ihr seht. Ja, hupt mal hier, Idioten. Ein Stativ fürs Auto gekauft. Und zwar ist das so ein flexibles. Eins mit Saugnapf habe ich leider nicht gekriegt. Es ist eins zum Anknötern. Ich sehe alles. Ich sehe absolut alles. So, und zwar war ich in Hamburg-Langenhorn im Mediamarkt und fahre erstmal aus dieser dunklen Tiefgarage raus hier. Kickst du so blöde Pfeife. Ja. Und wie werde ich das? Ich merke schon, das wackelt ziemlich viel. Das ist nicht gerade das Zollste fürs Auto. Das hat um nur einen Zehner gekostet. Aber ob das Richtige ist, ich merke ja jetzt schon, ich habe noch nicht mal irgendwelche unebenen Straßen und das flattert und wackelt. Man sieht es ja. Das ist also, ich bremse kurz und zack. Kann man also getrost vergessen, glaube ich. Ich meine, während der Fahrt sollte es funzen, aber es ist halt auch gut, das kann man überall anknoten, draußen am Baum oder weiß der Kuckuck was. Aber am besten da, wo es sich nicht bewegen kann. Das ist das reinste Chaos hier heute. Scheiß Samstag. Alle haben Langeweile und keiner weiß, was er machen soll. Und alle rennen sie zum Mediamarkt und frag mich, was die jetzt alle im Gartencenter suchen, Alter. Es ist Winter. Rinn und raus rennen sie da. Ist unglaublich. Fass es nicht. Ich will mal sehen, ob ich hier irgendwie wieder wegkomme. Das ist ja das reinste Chaos hier. Oh Mann. Leute, ich sag euch, geht bloß nicht samstags einkaufen. Das ist die Katastrophe. Das ist ja absoluter Mist. Bremst nur ganz leicht und das Ding wackelt und wackelt. Dreck ist das. Geht's hier heute nur noch mal weiter oder? Ostern wollte ich eigentlich zu Hause feiern hier. Oh mein Gott. Naja, jedenfalls, Leute, das könnt ihr euch sparen. So ein flexibles fürs Auto. Das ist Dreck. Danke fürs Vorlassen. Meine Fresse, ey. Jeder denkt nur noch an sich, ey. Was für eine Welt ist das bloß geworden, Alter. Zum Kotzen. Bleibt mir nur noch eins über Musik.